Und weiter geht's hier in New World mit der lustigen Wolfsjagd und einem dicken gelben Knubbel, der hier rumhängt und Schutterzwiebel heißt. Schutterzwiebel. Keine Ahnung. Hallo Wolfi, hallo Redbeard. Hallo. Und Wolfi ist das Stichwort, weil Wolfi muss ich erlegen. Also. Oh! Wolfis kleine Genossen. So. Zum Beispiel den hier. Aua, aua, aua. Nein, ist nicht so schlimm. Ich hab's ganz zart gemacht. Okay. So. Aber hier rennen leider noch 5 Millionen andere Spieler rum, die diese Wölfe wollen. Ich bin auf Position 30. Juhu! Oh, das heißt, Wolfi kann, ich weiß nicht, wie viele Aufnahme das ist, jetzt in der 5. Aufnahme endlich mitspielen. Das klingt ein bisschen. Vielleicht. Das ist so toll. So, komm mal her, du Tintenfasswolf. Das zählt da wahrscheinlich in Minuten runter. Das wollen wir nicht hoffen. Hast ja schon, dann hättest du ja schon 1000 Minuten gewartet. Ja. So, zwei Wolfis noch. Komm, wo sind sie? Da ist einer. Aber der ist leider schon tot. Okay. Unbelievable. Meiner! Haha, von hinten ins Kreuz. So. Was hat der hier? Kann man den noch looten? Ja. So, dann müsste ich eigentlich auch schon soweit sein, dass ich mich dem Syndikat anschließen kann. Glaube ich. Und dann können wir anfangen, die Stadt zu übernehmen. Ja. Ich will den haben. Jawohl. Und ich mit Level 0 werde gleich den Angriff anführen. Das finde ich sehr gut von dir, Wolf. Ja. Wenn man zum Beispiel einen Speer trägt, braucht man das Schild dann noch? Weiß ich nicht. Es gibt halt noch, das sind halt teilweise Attribute drauf. Ich weiß nicht, ob die auch zählen, wenn man das auf dem Rücken trägt. Das hat mich eh schon gewundert. Das heißt, wenn man eine andere Waffe ausrüstet, hast du halt das Schild noch. Aber ich weiß, ich glaube, die Attribute zählen noch. Kannst ja mal ausprobieren. Wenn du irgendein markantes Attribut findest, was ich vielleicht mit Leben drauf oder so. So, was ist das hier? Das ist eine Lebensblüte, die ich noch nicht ernten kann. Gut, dann nehme ich jetzt noch glatt mal die, ist das Windkreis? Ja. Dann nehme ich doch jetzt glatt mal den Rückruf zum Gasthof. Weil wenn ich nämlich das Schild an- und ablege, passiert dann nichts bei den Werten. Ha. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Schuhe anlege und ablege, da passiert was. Ich probiere es gleich mal aus, warte mal. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier stehe, ich bin ja ein Schwert- und Schildfutzi, ne? Wenn ich jetzt hier stehe und mal gucke, mein Schild macht ja, kritische Trefferchance. Das Problem ist, wo sehe ich denn, welche Werte da abnehmen? Ach, unten ist ja die Zusammenfassung, ne? Ja. Ja. So, das heißt, also da habe ich jetzt drauf geachtet. Ja, wenn ich hier mal das Schild wegnehme, tut sich. Jetzt klingelt's an der Tür. Wolfi, erzähl mal ein Gedicht. Lalala. Das war aber kein Gedicht. Das hätte aber eins sein können. Das war aber ein sehr kurzes, wenn dann. Ich bin schon im Spiel und spiele. So, hast du gedichtet, Wolfi? Nein, ich hab nur gelallt. Gelallt. Also, es passiert bei mir auch nichts, wenn ich das Schild an- und ablege. Was mich ein bisschen irritiert. Weil das ja in irgendeiner Hinsicht logisch ist, weil du das Ding ja nur auf dem Rücken trägst, dass nichts passiert. Ja, ja. Aber es ist die Frage. Naja, ich warte mal, bis ich vielleicht ein Schild mit was Markanterem habe, außer dem Rüstwert. Weil das ist.
Naja, das unten haut doch aber auch nicht hin. Machtniveau. Irritiert mich jetzt da unten. Das mit der Stärke. Also Stärke ist klar, Konstitution. Aber warum der Rüstwert 107 ist, während die... Ich meine, jede... Oder ist das der Durchschnittswert? Mann, das ist der Durchschnittswert. Merkwürdig. Okay. Den Turnierminen nehme ich bei 130. Kann natürlich sein, aber... Ich weiß nicht, weil... Also, was man mit dem Schild definitiv machen kann, wenn du Schwert und Schild hast, ist blocken. Aber was du mit dem Schild machst, wenn du halt gerade nicht Schwert und Schild hast, weiß ich nicht. Gar nichts, das ist umsonst angeblich. Ach, das weißt du oder vermutest du? Oder hat einer hat gesagt, also in einem Video, ja, das wäre umsonst. Wenn einer zum Beispiel Zauberstab und irgendwas so benutzt, ist das komplett der Blödsinn, das noch am Rücken zu haben. Okay. So in die Richtung. Ist ja auch schon mal was. Das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber scheint. Den vertraue ich dem Wolf einfach mal. Ja, vielleicht sieht man das eh irgendwie an Werten, wenn sich die verändern. Ja, aber die Werte verändern sich ja nicht. Ja, eben. Wenn sie sich nicht ändern, dann wird es so sein. Wo gebe ich denn diesen Quest ab? Ach, hier, nee. Ja. Hier gebe ich den ab. So, jetzt gebe ich hier ab, Jäger benötigt und kriege dafür 500 Gebietsruf, 590 EP und 3 Taler, was ja gar nicht mal blöd ist. Schwupps, so. Und schon sind wir im Windkreis. Ja, um den Ruf in einem, in einer Örtlichkeit zu erhöhen, sind diese Quests vielleicht gar nicht mal blöd. Fischer benötigt, Jager, Alligatoren. Mache ich jetzt erstmal nicht, ich ziehe jetzt erstmal den Hauptquest weiter durch. Schon wieder ein Aufrüstungspunkt. Naja, für Windkreis halt, ne? Und ich will EP-Zugewinn erhöhen. So. Und ich denke, jetzt kommen die Fraktionen. Na, wenn da nicht jemand rumstolziert, der etwas bewiesen hat. Offenbar bist du doch ein Überlebenskünstler. Ich gebe dir einen Ratschlag, der allzu oft vergessen wird. Dein Zeltlager ist dein Zuhause. Schlage es nahe an Orten auf, wo du sterben könntest. Oh, ja. Ich kenne noch viele Kabinettstückchen. Vielleicht teile ich sie mal mit dir. Jetzt solltest du zu Magistratin Korapati gehen. Ich glaube, sie will was von dir. Ah, und hey, pass da draußen gut auf dich auf. So, offizielle Angelegenheiten. Aha, aha, aha. So, was haben wir denn jetzt gekriegt? Wir haben einen Hammer gekriegt. Den Hammer wollte ich ja mal ausprobieren. So als Damage-Dealer. Keine Ahnung. Mein Gott. Das ist ja mal ein ganz dezenter Hammer. Da kriegst du ja Rücken, wenn du den trägst. Naja. Die Streitachse ist doch genauso groß. Ist sie? Ja. Kriegst du halt auch mit der Rücken. So, haben wir noch irgendwas zum Aufsteigen? Nee. So, jetzt sollen wir zum Magistrat Schlachtiwan zugehen. Wie soll ich denn laufen? Über das Gebiet? Also ich bin in Windkreis. Windkreis. Achso, da bin ich ja. Na, bestens. Dann sehen wir uns ja bald. Kann ich dich gleich mal einladen? Also ich bin Wolfe A. Also Wolfe Leerzeichen A. Ich bin auch selbst ziemlich ungeduldig. Okay, mach ich gleich, warte. Ich mach kurz den Quest zu Ende. Bin ich. Miklos lebt wenn erst ich mich recht entsinne jedenfalls. Er hat immer noch diese nonchalante Art der alten Welt. Du wirkst allerdings vernünftiger. Vielleicht könntest du mir bei etwas behilflich sein. Zum ja, Schutz genau. Der Siedlung sind wir auf die Fraktionen angewiesen. Du solltest dich einer anschließen. Sprich mit den Marodeuren, dem Bündnis und dem Syndikat und entscheide dann, welcher Fraktion du beitreten möchtest. So, jetzt muss ich nämlich mit den Fraktionen quatschen. Erstmal geben wir aber hier Punkte aus, und zwar 18. So. So, jetzt laden wir den Wolfi ein. Oh Gott, warte mal, wen da?
wie heißt du? Wolf? Wolfi, Leerzeichen, A und dann ein Punkt. So. Erstmal füge ich dich als Freund hinzu. Ach, gucke. Wo so. Das überhaupt geht. Da ist der Redbeard. Ach, du müsstest jetzt noch irgendwie bestätigen, dass ich dich als Freund... Schau mal, sehnt euch nichts, weil ich bestätigen kann. Nee, das Charakter-Update. Ich mach nochmal. Redbeard, wo hast du denn das bestätigt, dass ich dich als Freund hinzugefügt habe? Dann kriegst du eine Nachricht und dann musst du F1 drücken. Ich mach nochmal Wolfi, ja? Ich mach nochmal Wolfi. Oder ja? Bei okay. Escape, da müsste dann irgendwas sein. Achtung, Wolfi, 3, 2, 1, zack! Ich hab irgendwas gedrückt. Anfrage akzeptiert. Ja, jetzt das wird toll gewesen sein. Jo. So, jetzt sage ich in Gruppe einladen. So. Und jawohl. Schon sind wir die drei von der Tanke. Was soll ich überhaupt machen? Ach so, mit den Syndikatsfuzzien und mit den anderen Fuzzis reden. So. Dieses Reden, das erspare ich euch jetzt mal. Die erzählen ja alt, dass er alle ganz toll und weiß ich nicht. Tralala sind. Möchtest du mir also zuhören? Ja. Astrologie, Alchemie, alles toll. Allein wir haben den nötigen Verstand, um die Mysterien dieses Ortes zu enträtseln. So. Wir werden die Geheimnisse des Azot entschlüsseln. Und ja, wohin ihr Trunkenen? Da sind sie ja. Dann müsste ich dich ja eigentlich hier in der Nähe gleich sehen, Wolfi. Ich trete noch kurz dem Syndikat bei und gründe eine Gilde und dann komme ich vielleicht dich mal besuchen. Glaubst du hast die laufen mir davon, die blöden Ertrunkenen. Die haben Angst vor mir, weil ich so mächtig bin. Ja, mächtig in einer Klatsche hast, meinst du? Ja, das ist ja die Hauptsache. Wo sind denn die? Da. Gut, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Der Funke spendet dir Lebenskraft. So. Jetzt muss ich mich mit dem Magistrat besprechen und werde ihr sagen, dass ich zum Syndikat will. Wo ist denn der Magistrat? Hier? Ja. Statte allen drei Fraktionsvertretern einen Besuch ab und entscheide hab dich ich für doch. Ich kann dein Zögern verstehen. Die Fraktionen sind hier oftmals eine Plage. Hab ich das nicht? Achso, ich muss mich jetzt erstmal nach... So, jetzt ist die Frage, wo sind die denn jetzt? War das hier das Syndikat? Jetzt bloß nicht der Falschen beitreten. Bist du das Syndikat? Dein Gesichtsausdruck verrät ja. Mir, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Spann mich nicht länger auf die Folter. Raus so. Mit der Sprache. Einmal fürs Syndikat, bitte. Das Syndikat. So, hier. Jaha. Willkommen in der Gruppe. Wir trinken später. Jetzt wartet Arbeit auf uns. So, ich glaube, jetzt die muss ich Art, den ersten Quest annehmen. Die Art, die sich mit uralten Geheimnissen und dem Wahnsinn befasst, der jene ereilt, die ihre Seele verlieren. Wir wollen die Drecksklauen-Hutzeligen besser verstehen lernen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, folgenden Satz. Wir wollen die Drecksklauen-Hutzeligen besser verstehen lernen. Ja, wollte ich nur mal sagen. Wir möchten wissen, warum die Drecksklauen-Hutzeligen die alte Kanan-Grabstätte geplündert haben. Der Wille ist da. Steine und Kristalle herausgeholt. Bring uns ein paar dieser Artefakte, damit wir sie untersuchen können. So, okay, die Drecksklauen-Hutzeligen. Alles klar. Aber bevor wir jetzt die Drecksklauen-Hutzeligen verprügeln, ich muss erstmal gucken, wo das überhaupt ist. Ach, da oben. Okay. Bevor wir das machen, gründen wir jetzt eine Kompanie. Kompanie gründen. So, jetzt wird diese Kompanie natürlich entsprechend eingefärbt. Ey, ich brauche ein F. Wo ist denn das? Da. Gibt es hier kein F? Da. F wie... Keine Ahnung, sieht das aus wie ein F? Was sagen die Leute? Ja, ich würde mal sagen, das sieht aus wie ein F. Also, das ist ein F. Das nicht. Das sollte natürlich rot sein, das F.
Und dann nehmen wir mal sowas und das machen wir dann aber gelb. Nee, ich sagte rot. Ey, warum kann denn das nur eine Farbe? Wir sind ja auf die Farbe festgelegt von der Fraktion. Das hast du schon wieder vergessen. Lila. Ich bin noch Fleck. Ich muss doch gelb sein. Dann hätten wir die Marodeure nehmen müssen. Nee. Das ist ja auch nicht das Wahre. Na gut, dann ist es so. Hier, schau. Der Kompaniename ist natürlich die Stolpertruppe. So. Flex-Stolpertruppe. Ist das gut? Ja, das ist gut. Kompanie, haben wir hier irgendwas vergessen? Flex-Stolpertruppe richtig geschrieben? Nein, alles gut, ja. Gut. So. Flex-Stolpertruppe. Wir haben keine Gebiete beansprucht. Ich bin der Gouverneur und wir gehören zum Syndikat. Alles klar? Jawohl! Dann werdet ihr jetzt natürlich eingeladen. Ihr beiden erstmal. Ein Mitglied online. Achso, ich bin online. Ja, alles klar. Ich glaube, du kannst uns noch gar nicht einladen. Warum? Ja, wir Achso, ja noch nicht ihr müsst ja erstmal. Ja, ihr müsst ja natürlich auch erstmal. Alles klar. Ihr müsst ja auch erstmal ins Syndikat. Schau, was ich aber noch checken möchte, ist, ob ich jetzt irgendwas anderes. Ob ich jetzt an der Stadt irgendwas aufrüsten kann oder so. Aber wie gesagt, wie Rettbe jetzt sagte, müsste uns die, glaube ich, gehören, oder? Also ich glaube, die muss uns gehören, ja. Irgendwen wahrscheinlich. Damit er was machen kann dann. Ja, dann nicht so sicher. Das kannst du natürlich auch haben. Dass die Stadt irgendein gehören muss. Ja. Also, dass du die dann auch als Nicht-Syndikatsmitglied das machen kannst. Also in der Tat geht's nicht. Jage 5 Alligatoren kann ich ja mal kurz annehmen, mein Gott. Da müsste ich erstmal eine Angel für haben und da machen wir das auch nicht. Also Alligatoren jagen ist immer gut, aber alles andere machen wir erstmal nicht. Wie geht denn das? J hast du gesagt, ne? Ja. So, Stadtprojekt, Alligatoren anheften. So, Reise nach Schlacht die Wand zu und erlege Alligatoren. Und das ist wo? Ah, da ist ein Angler. Okay. Wo soll ich denn Alligatoren jagen? Ich sehe nicht, wo ich die Alligatoren jagen soll. Wo soll ich denn Alligatoren jagen? Die muss erstmal finden, die Alligatoren. Jetzt sieht so aus. Sophie, ich weiß, waren die Alligatoren nicht gerade schwach. Ich hol mir aber erstmal eine Angel. Ich glaube, die gab es da nämlich umsonst. Hab ich ja einen Scheiß-Quest angenommen, oder? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo Wolfi ist. Da ist Redbeard, 2,15 Kilometer. Wolfi, wo bist du? Ich bin da im Anfangsgebiet. Redbeard, warum sehe ich dich nicht? Da bist du, 500 Meter. Eigentlich könnte ich dich ja mal besuchen, ne? Als anständiger Gildengouverneur, oder? Ja. Kann ich ja richtig mit anwerben und so. Ja, richtig, genau. Genau, Werbung. Hier, guck mal, der Fleck kümmert sich noch um seine Leute. Alles Lüge! Lüge, Betrug. So, Wolfi. Also, wir pfeifen mal auf die Quests und gehen farmend in Richtung Wolfi. Unterwegs gucke ich nochmal, ob ich diesen riesen Waschbär finde. Wo ist der Riesenwaschbär? Na, spawnt mir ein Felsen direkt vor der Nase.
Wolfi, ich komme. Wo war denn dieser Riesenbär? Die haben die ganze Straße und die ganze Umgebung hier mit Lagern vollgepflastert. Ja, so ein Bild hatte ich auch gerade eben. So eine einigermaßen freie Grasfläche, keine Bäume da. Ja. Alles voller Lager. Ich habe gerade einen Truthahn angecharged. Ja, Truthahn! Der wird's verdient haben. Das mache ich auch immer. Hat Truthähne anchargen im echten Leben, ja? Natürlich im echten Leben. Was denkst du denn? Das geht nur im echten Leben so gut. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Riesenvieh war. Egal, ich bin gleich beim Wolfi. Jetzt habe ich den Wolfi aus den Augen verloren. Wo ist er? Was? Werde Missionen machen. Ach da, 300 Meter noch. Ich komm dich retten, Wolfi. Noch 200 Meter. Zwischendurch mal ein paar Sachen pflücken hier. So. War nicht gut angezogen, ich hab so ein komisches Kleid an. Ach, ist doch schön, Wolfi. Hat man eigentlich was davon, wenn man diese Notizen liest? Gibt's da irgend so ein... Ja, gibt's Punkte. Ach so. Erfahrungspunkte. Okay. Kann ich mal blöd. Ja, war eine Empfehlung auch. Schwert und Schild 4. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Nur durch Rumlaufen? So, ja, das kann sein. Könnte ich natürlich verringert alle magischen magischen Schaden um 10%. Auch nicht schlecht. Aber betäubt Provokationsedelstein kompatibel. Hast du einen Kahn-Edelstein in dein Schwertgerüste, provoziert die Fähigkeit bei einem Treffer für 6 Sekunden. Oh! Ich nehme das. Mann mit großem Hammer. Ah ja, du Cowboy-Hut. Scheiße, Wolfi, siehst du? Siehst du weise aus? Ja. Du siehst ja so weise aus. Da gibt's gleich mal eine Backpfeife. Haha. Und einen Ansturm. Du siehst aus wie so ein weiser Zen-Buddhist oder so. Aha. Gut, außer dass der nicht Haha macht, aber trotzdem siehst du aus wie... So, Herr Zen-Buddhist, wo gehen wir denn hin? Da, Dings abgeben, glaube ich. Oder? Nee, da muss ich noch hin. Ja. Mach du mal... Ich bin noch nicht ganz fertig. Du bist noch nicht ganz fertig. Die Schiffsinventarliste. Mach du mal, das hier, das muss an gutem Willen, musste das jetzt reichen, ja? Ja, freilich. Das reicht jetzt und ich gehe jetzt nochmal dieses Riesenwildschwein, nee, den Riesenwaschbär töten. Der kriegt von mir aus jetzt eine Backpfeife. Wenn ich nur wüsste, dann war hier irgendwie hoch. Ja, oder ich gehe mir die Angel erstmal holen. Das kann ich natürlich auch machen. Gehen wir uns die Angel holen. Wo war dieser Riesenwaschbär? Hier war der Typ, genau. Dann bin ich irgendwie hier raufgerannt. Oder darauf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Du bist ein Falsches. Ich krieg's aber trotzdem eine Backpfeife. Mit dem Schild eine verplättet. So. Redfield, sagst du Bescheid, wenn du im Syndikat bist? Jupp, mach ich. Damit ich dich einladen kann. Wo war denn dieses Riesenvieh? Ich hätte mir mein altes Video nochmal... Nein, mein altes... Das Video nochmal angucken. Keine Ahnung, wo das Viech war.
Egal, ich hole mir jetzt eine Angel. Soweit ich weiß, hat man die für lau gekriegt bei dem Quest. Oh, macht eure Lager weg, Leute. Das sieht so bescheiden aus. Ich rette dich. Pam, pom, auf den Po. Arme Wolf. Kann ja auch nichts dafür. Ja, so abenteuerlich. Wer ist abenteuerlich? Ich. Bin ja so abenteuerlich. Bist denn du abenteuerlich? Naja. So. Da war eine. Oh. Sogar besser als meine. Dazu jetzt auch diese. Ich habe jetzt hier so eine, keine Ahnung, so eine asiatisch klingende Zen-Musik. Da hast du echt gut reingepasst. So eine Geigenmusik. So. Kann das nicht nachmachen. Brauchst du auch nicht. Backpfeife. Jetzt haben wir schon den Lebensstab. Juhu! Was jetzt schon? Den Lebensstab habe ich auch. Oh, Hand. Hast du etwa keinen? Nee, ich hab einen Hammer. Als Zweitwaffe. Achso, als Zweitwaffe. Da habe ich einen Muskete momentan. Ist da noch was? Nee. So, wo ist der Angler? Der müsste in die Richtung irgendwo sein. Ja, es könnte ein bisschen wehtun, was ich jetzt mache. Au! Aber es ging noch. So, was? Rotkohl? Nee. Rohrkolben. So. Der gute Rotkolben. So, wo ist denn dieser Angelfuzzi? Ja, ich glaube, da hinten steht er. Da ist er. Keine Ahnung, was man mit Schilf macht, aber ich sammle es mal ein. So, soweit ich weiß, hat man von dem hier eine Angel gekriegt. Hallo, ich bin Angelmeister Shields. Ahoi! Ich finde das übrigens sehr interessant, wie viele männliche Charaktere hier im Kleid rumlaufen. Des Meeres den Magen füllt. Zunächst brauchst du einen Köder. Einer der am einfachsten zu findenden Köder sind Asseln. Das sind kleine Krabbeltiere, die in Büschen leben. Asseln locken größere Fische. Ja, da kann man nicht viel aussuchen bei den Kleidern, die da rumliegen. Außerdem möchte ich dir noch ein paar. Ich hatte den Quest schon abgeschlossen, bevor ich überhaupt. Ich sollte Asseln sammeln, aber ich habe die ganzen Büsche hier schon geerntet und hatte genug Asseln dabei. Schreiten wir sofort zur Tat. Beim Angeln geht's um drei einfache. Oh, war das die Quest, wo ich stundenlang für gebraucht habe. Richtig, und wo du dann irgendwann auch genervt gesagt hast, ich mach das nicht weit. Danach kannst du Stunden damit verbringen. Wenn du drei Fische fangen kannst, ja, zeig sie Ruby in Immerfall, damit sie sieht, was der alte Shields dir beigebracht hat. So, ich hab ne Angel, kann ich sagen. Ich hab ne Angel. Und das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, ist der Azob-Stab, aber den kriegt man ja eh erst, wenn man den Hauptquest weitermacht, ne? So. Ich hab ne Angel. Wie hat man nochmal geangelt? Dann musste man da drücken. Angel ausrüsten und ans Wasser gehen. Dann irgendeine Taste drücken, die da auftaucht. Wie macht man denn hier eine Angel? Ich will eine Angel ausrüsten. Ach, ich hab sie schon. Nee, ist meine Angel, die ist mein Schwert. Wolfi, wie angel ich? Ist ja nicht. Bin ja kein Angler. F3? Tatsache. Aha, meine Angel. Meine Holzangel. Halten zum Auswerfen, Köder anbringen. Ich bringe erstmal einen Köder an. Also die Karte war richtig, ne? Ja. Asselköder. So. Wer ist er denn?
Er sieht ja mal schick aus. So. Hui. Ja, und? Beißt mal wer an? So, jetzt bin ich beim Syndikat. Ja, dann kann ich dich gleich einladen. Warte, ich muss nur noch den Fisch an Land ziehen. Also, wer das Minispielchen nicht versteht, rot ist böse, ansonsten muss man den Kreis voll kriegen. Einfach linke Maustaste. So, ich habe einen kleinen Arsch gefangen. Hole deinen Fang ein. Okay, haben wir gemacht. Ach, ich soll hier einfach nur... Warte mal, ich lade dich kurz ein, Redbeard. Beziehungsweise machen wir erstmal hier das und das. Und Rufzugewinn, Stationsgebühr, mehr Gebietsruf. Ich glaube, mehr Gebietsruf ist immer. So, Redbeard, bist du bereit, eingeladen zu werden? Ja. Wie machen wir denn das? Wie geht denn das, Redbeard? Wie geht denn das, Redbeard? Gruppen, voll Kompanie. Redbeard, wie krieg ich dich in die Gruppe? Drückst auf Escape. Ja. Dann auf die linke Seite auf mein Bild. Ja. Und dann steht das dritte von links oben. In Kompanie einladen. Genau. So. Yay, zwei Mitglieder in der Kompanie. Wir haben die absolute Mega Roxor Rulor Gilde. Was denn für eine blöde Gilde? Die Schatzkammer ist ja leer. Echt schon noch? Wir haben eine Schatzkammer? Wir haben eine Schatzkammer, ja. Und die ist leer. Kann da mal einer anbeißen? So, komm ein Fischi. Danach schreien sind Stars, das sind ja auch. Wir wollen angeln. Weil da ja auch so viel Wasser ist. Naja, Hörsten hat schon Wasser, komm. Ja, aber sehr viel ist das auch nicht, oder? So viele Leute. Ich habe einen mittelgroßen Wels hier fangen. Bist du in der Stadt, Wolfi? Nein. Noch bei der Mission. Aber da laufen trotzdem viele rum. Ach, lass mich raten, du bist in der Höhle. Na, noch beim Schiff. Los, beiß an. Jetzt komme ich rein und abschlagen. Ja, 25 Truthähne, das mache ich mal. Das nehme ich mal mit. Ach, hast du eine Quest vom Syndikat angenommen? Die Quest vom Syndikat ist, dass ich zu irgendeiner Tagquellmühle reisen soll. Das war eine Stadtquest. Okay. Wie kann man die Angel wieder wegmachen? Angeln beenden, F3. So, holt man damit auch wieder die Angel wieder raus. Oh, theoretisch müsste ich doch auch in der Lage sein, jetzt zu euch zu kommen. Naja, so viel höher als 18 bist du noch nicht, oder? Nee, aber ich halte jetzt mehr als einen Schuss aus. Vermutlich. Hoffst du. Hoffe ich. So, was ich mich jetzt allerdings frage, ist, mit wem soll ich sprechen? Grundlagen des Angelns. 2,36 Kilometer in die Richtung. Wie soll das sein? Keine Ahnung. Irgendwo hier oben. Egal. Jedenfalls jetzt machen wir das gerade nicht. Hier waren die Asselkäfer und die Leuchtviecher. Aha, alles klar. So, ich hab ne Angel, ich hab nen Hammer und was macht der da? Ach, der tippt. Und wir sind alle glücklich. Wolfi, Redbeard, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.